Also Vorgängermodul. Rote Chips, nicht sehr viele. Nicht sehr, so. Und Stahl. Das sind zu viele. Ist alles zu viel, so. Das heißt, der Initialauftrag soll jetzt draußen sein. Jetzt sollten Roboter nur kommen, um das auf 20 aufzufüllen. Gut. Das heißt, wir bekommen am Ende 4er-Module. Die beschränken wir am besten auch noch. Ne? 4er-Module, die kriegen Speed, weil das dauert echt lange, sonst herzustellen. Aber der Akku sieht gut aus inzwischen. 3,6 Gigajoule. Hat was. Oh, die ganzen Trankdinger muss ich unbedingt aufstufen. So. Oh, und die haben noch Effektivitätsmodule drin. Ja, raus damit, rein damit. Was? Rein damit. Nein. So. Das sollte schon mal einiges an Veränderungen bringen, weil das hängt gerade ein bisschen hinterher. Ich weiß nicht, wieso. Also ja, ich habe ein paar Sachen geforscht gehabt, die diesen Multiplikator mit drin hatten. Aber trotzdem. Egal, so, 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 so. So, 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 so. Sollte helfen. Das heißt, das kann ich jetzt in Ruhe lassen. Munition, genau, ich wollte eigentlich töten gehen. Schon seit einer ganzen Weile. Das sage ich jetzt, wo gerade Nacht geworden ist. Ja? Kann es sein, dass das Grün jetzt irgendwie anders aussieht? Mach mal ganz kurz. Sie haben das Grün angenehm gemacht. Bester Patch ever. Also es ist nicht mehr ganz so aggressiv wie vorher. Also bei weitem nicht mehr so aggressiv wie vorher. Schick, 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 schick. So, Moni. Töten. Dinge. Da. 29. Sehr gut. Was töte ich? Ja, also muss ich nicht wirklich. Und ich sollte wirklich irgendwas in der Nähe lassen für meine Monsterfarm später. Wobei, die kommen ja eh immer wieder. Ich glaube, ich räume hier auf die drei Basen. Das klingt gut. So, unterwegs noch irgendwas reinbappen? Ja, Schäde. Giftkapseln habe ich auch gerade keine mehr wegen Bäumen und so. Baue die jetzt schon mal, sonst meckere ich später wieder. Irgendwas war noch. Irgendwas Wichtiges. Beine? Beine. Wo sind meine? Hier. Da. Gib her. Ich will Beine. Noch 2 Stück bitte. Weißt du was? Kriegst jetzt doch mal Speedmodule, weil ich es schnell haben will. Weep, weep, weep. 4 Türme schießen, das ist ein Mau. Das ist irgendein Sniper-Ding. Achso, jetzt kannst du wieder auf das da. So, bitteschön. Und nochmal Beine. Unten ist alles okay? Guti. Dann laufe ich jetzt schon mal in das Gebiet, wo ich kämpfen möchte. Und Nacht ist auch gerade vorbei. Aber ja, das Nachtsichtgerät ist jetzt echt super. Weil vorher habe ich das wirklich, weil es so eklig war, habe ich es rausgenommen, obwohl es eigentlich praktisch ist. Und das will schon was heißen. Geh da. So. Kapseln sind gleich fertig. Schmeiße ich mal da. Achso, mittlere. Shift, mittlere. Nee. Was? Ich wollte das leer machen. Steuerung mittlerer. Achso, zwischendurch immer wieder Roboter bauen. Zack, 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 zack. Giftkapseln. Giftkapseln dahin. So, Beinchen sind fertig. Gucken wir mal. Strom sieht sowas auch okay aus. Gut, also einfach reinlaufen, töten, reinlaufen, töten. Hallo Königin. Hallo Spucker. Spawner sind alle kaputt.
Das ist auch ein schönes Kupferfeld. Ein MK5 Drill in der Mitte mit ganz vielen Speedmodulen und eine Kiste. Ich muss an der Combat Shotgun Damage Geschichte noch arbeiten. Weil irgendwie. Oh, ja, yeah, jetzt bin ich unzerstörbar. Weil irgendwie ist das noch nicht so God-Mode oder so. Ich kann noch sterben und Gegner töten dauert teilweise doch recht lange. So, jetzt aber einmal durchlaufen, einsacken. Ich glaube, ich lasse dann die ganzen Könige, Königinnen und so weiter hier einfach rumtouren. Entweder kommen sie mit der her oder nicht. Das ist mir dann noch einerlei. Ich kann sie ja mal flop, flop, noch viel langsamer machen. Dann bleiben sie wieder irgendwann einfach da stehen. Ein bisschen Urwald vernichten. Gold. Sub. Ich sagte Sub. Dim, 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 dim. Oh, Schaden. So. Also ein, zwei Runden da noch. Hallo, neue Basis. Dich habe ich gar nicht gesehen. Oh. Krummelkrumpf. Ich will doch. Boah. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Hör ich die Gegner mal auf? Ja, das ist der Nachteil von der Taktik, wenn wir weiterlaufen. Wir kommen doch schon recht weit hinterher. So, also ein klein bisschen aufräumen, dann zurück. Packs einsammeln, das sollte eigentlich jetzt schon reichen. Ich habe schon so viele Spawner kaputt gemacht. Die Artefakte sollten hinhauen für eine Weile. Vor allem jetzt mit den besseren Produktivitätsmodulen. So, also. Spawner kaputt. Spawner kaputt. Komm schon, schneller regenerieren. Ich brauche mehr Schilde, definitiv. Führt kein Weg dran vorbei. Die beiden Spawner sollen dann noch weg. Weg. Komm weg. So, Spawner sind alle zerstört. Ich muss nur noch die ganzen Viecher. Das sind nicht viele Viecher. Die ganzen Viecher loswerden und dann passt das. Du. Zack. Dass sie schön nah beieinander stehen. Und auf da. Wobei es eigentlich echt nur darum geht, die Könige und Königinnen von den Spawnern wegzubekommen, weil die machen echt den meisten Schaden an mir. Wie viele Magazine habe ich noch? 31. Ja, ist doch gut. Und das ist völlig okay. So, ich ziehe sie gerade in Richtung meiner Basis, ne? Zu den 3-4 Türmen, die wir hier haben. Du Scheiße. Ja, Türme, macht mal. Ich habe hier ein bisschen was mitgebracht. Oh, Zug. Wir kriegen es ja auch hin, dass der Zug genau jetzt rüberfährt und ein paar Könige platt macht. Oh, dass ein kompletter Zug mit Samtladung zerstört wird. Das wäre dann wiederum nicht so toll. Irgendwas ist kaputt. Oh, was? Wer beschädigt da meine Topaz-Türme? Das ist nicht nett. Ja, die Spucker müssen weg. Weg. Mauern dürfte. Das sind ganz schön viele Spucker hier. Es überlappen sich gerade ziemlich viele Lasergeräusche. Magazine.
Bisher scheint... Wow, Strom. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Die Lichter sind wieder aus. So, komm, weg mit dir. Das sieht nicht gut aus. Weg, weg. Leichen weg, 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 weg. Die können weg. Alte Dinger können weg, weg, weg. Die können raus. So, jetzt ist Kampf vorbei? Nee, König noch. Königin noch. Okay, einsammeln bitte. Nee, keine Abdeckung. Ja, die da kannst du mal mitnehmen und nicht den Zug kaputt machen. Nicht die Mauer kaputt. So. Okay. Also, das müsste jetzt so gut wie alles gewesen sein von den drei, vier... Oh, hallo. Drei, vier Basen. Das heißt, jetzt Alien-Artefakte einsammeln, in der Basis abliefern, zu Tränken machen und dann irgendwas Neues forschen. Ich hoffe mal in der Zwischenzeit, dass sich die roten, grünen und hellblauen Tränke erholt haben. Gib mir deinen Körper, ich will Eier draus machen. Habe ich? Habe ich. So, Basis Nummer 1. Zack. Zack. Das sind jedes Mal 4 Alien-Artefakte. Also 50 oder noch mehr lila Tränke pro Königin. Wenn wir mit den guten Produktivitätsmodulen arbeiten. Und hier würde ich gerne 6 Alien-Artefakte mal raufhauen. Also wegen 10 Gold, Dunsten, ist eigentlich alles hier, sogar Gin. Und weg. So. Ja. Wird sich anbieten. Brauche ich nur erstmal einen Stromanschluss. War es das jetzt an Basen, die ich zerstört habe? Ich glaube, ich bin irgendwo nochmal in so eine kleine Basis reingetapst, aus Versehen. Die da ist klein, die kann ich mal aus Versehen reintapsen. Aber das meinte ich eigentlich eher wie, ne? Oh, kein einziger König oder Königin. Weg, 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 Stein. Wie viel habe ich jetzt? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also nee, ich bin dann wohl nur in 2 Basen gewesen und jetzt hier die dritte. Das war das tolle aussehende Kupferfeld. Und da kommt eine Patrouille. Wo wollt ihr denn hin? Wollt ihr eine Basis bauen? Das war gerade der blaue Trupp, jetzt kommt der rote Trupp, oder wie? Hallo, hellblauer Trupp. Ihr seid komisch. Kommt noch mehr? Oh ja, der grüne Trupp. Den lasse ich in Ruhe. Das machen die Türme. Hallo, lila Trupp. Ich nehme mich mit, weil ich deinen Körper will. Trupp grün mag es nicht, dass ich Trupp lila ausgelöscht habe und verfolgt mich jetzt. Ja, komm, warum nicht? Sorge ich nochmal dafür, dass wir keinen Strom haben. Ist okay. Boah, das ist auch super zum Bäume zerstören. Ich glaube, es ist so das absolut höchste an Dekadenz, was man machen kann. Mit der teuersten Munition überhaupt Bäume zerstören. Einfach nur, weil sie im Weg sind. Sehr gut. Oh nein, es gibt bestimmt noch wesentlich abgefahrenere Sachen an Dekadenz, die man machen kann im Spiel. Aber für mich ist das schon mal ein guter Schritt. Wo bin ich überhaupt? Basis ist da oben, ja. Also jetzt langsam mal nach Hause, ein bisschen ernster hier, Tränke herstellen, Forschung anschmeißen und gucken, wie wir das Ganze noch mehr optimieren können und noch mehr Ressourcen ranschaffen. Denn Kupfer
Schallplatten sind fast leer. Warum? Weil der eine Drill jetzt doch nicht hinterherkommt. Ja gut. Du bist leer. Das ging auch schnell. Dann nimm doch bitte... dich. Tu dich dahin. Tu dich mal dahin. Kiste, Kiste. Ok. Ok. So. Was wollte ich jetzt zu Hause eigentlich? Genau, ich wollte die ganzen Alien-Attrakte abliefern.